Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von DayZ Standalone, die Flucht aus Berezino. Ja, so habe ich den epischen Part genannt. Der müsste ja schon hochgeladen sein, der erste Part. Der nächste Part kommt halt jetzt, also am nächsten Tag. Hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Aber ja, wie ihr hier im Titel schon lesen könnt, flüchten wir aus Berezino und ist da wieder Berezino? Sag nicht, ich bin jetzt im Kreis gelaufen, wenn das. Das ist doch Berezino oder nicht? Oder ist das eine andere Stadt mit Kren? Es gibt auch mehrere Städte mit Kren, oder? Und wenn das jetzt ernsthaft wieder Berezino ist, ne? Ich laufe einmal mal hin. Also ich bin auf dem gleichen Server wie früher. Also wie letzte Folge. Und ja. Das wird so lange gehen, bis ich sterbe. Also die Flucht aus Berezino. So nenne ich halt meine Parts. Ja. Weiß ich, ist das da hinten Berezino oder? Keine Ahnung. Ich gehe einmal nochmal hin. Ich höre die ganze Zeit einen Zombie, aber das ist, glaube ich, nur ein Bug. Und ja, die Sonne scheint uns entgegen. Unsere Klamotten sind ruiniert. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Unser Arm ist gebrochen. Noch schlimmer hätte es nicht passieren können. Ja, genug episches Gelaber. Jetzt wird erstmal gerannt. Ja, ich renne jetzt einfach nach da hinten. Ich kann auch schon mal den Timer starten für diese Folge. So, Timer startet. Die wird, glaube ich, 15 Minuten oder so gehen, die Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die letzte war. Ich glaube auch so 20 Minuten oder so. Deswegen passt das schon. Ich freue mich auch immer, wenn ihr einen Daumen da lasst. Also Daumen nach oben, Daumen nach unten, ist mir egal. Hauptsache, ihr bewertet es. Oder und schreibt, dass ich vergessen wir das. Ja, ich bin zum dumm zu zum dumm zum 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 Alter, was ist denn los? Ich bin zu dumm zum Reden. Ich wollte eigentlich ey, ich bin echt zu dumm, um das auszusprechen. Naja, ich darf's halt. Ich bin ein Ausländer. Ich glaube, das merkt man auch an meiner Aussprache. Ich bin ein Polski. Ein Polski-Pulski. Ja, ich glaube, wir sind wieder in Berezino, ne? Kann das sein? Ja, gut, ja. Wir flüchten aus Berezino und dann rennen wir wieder in Berezino rein. Kann man machen. Ja, wir sind in Berezino. Ja, sind wir. Gut. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir auf nette Spieler treffen. Oder auf böse Spieler, die uns abknallen. Kann ja alles sein. Boah, in Berezino habe ich voll die Lags, aber das ist normal. Habe ich ja schon mal in meinem ersten DayZ-Video erzählt. Egal was für ein PC du hast, du wirst hier wenig FPS haben. Und wenn ich nach unten gucke, habe ich über 500. Und wenn ich hier nach hier hin gucke, habe ich glaube ich nur noch 25. Ja. Ja, ich versuche hier noch was zu looten, falls es hier was zu looten gibt. Falls ich jetzt beschossen werde, ich scheiß mir in die Hose. Ich bin gerade irgendwie so schreckhaft drauf. Waren wir hier nicht schon? Ja, doch, wir waren hier schon. Beziehungsweise ich war hier. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Ich renne jetzt einfach in die Richtung. Fleißig, genau. Fleißig wollte ich sagen und nicht fleischig. Fleißig, genau. Ja, fleißig. Das wollte ich sagen. Und nicht irgendwie fleischig. Fleißig, genau. Ganz normal fleißig. Das wollte ich sagen im letzten Part. Oder was in diesem Part? Ja, doch. Es war in diesem Part. Ich weiß es nicht. Doch, das war doch gerade eben. Sag mal, was habe ich denn für ein Gehirn? Ein richtiges Kurzzeitgedächtnis. Ja. Dann renne ich einfach mal weiter. Weiter. Ist doch irgendwo so ein Lebensmittelladen, ne? Alter, komm, den hauen wir jetzt um. Komm, dich hau ich um.
Wenn ich jetzt verreck, ist mir egal. Ist mir egal. Komm her. Komm her, Junge. Willst du auf die Schnauze oder was? Ja, komm. Komm angerannt. Mann, ganz so wie ein Krüppel. Ja, spring doch auf mich drauf, wie so ein Berserker. Komm, dir gib ich, Junge. Dir gib ich. Komm, brech mir doch noch den anderen Arm, hä? Bist du zu dumm, um mir den anderen Arm zu brechen oder was? Komm her. Die hau ich in die Fresse. Bam. Alter, treff doch mal den Kopf. Kannst mal den Kopf treffen. Kopf. Ja, das war... Wie muss ich denn zielen? Schnell, 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 schnell. Use. Ja, wir sind durstig, wir haben einen Bruch und wir bluten. Das ist doch sexy. Boah, wir haben wieder den Bug. Konfigurieren. Video. So. Jetzt weiß ich wenigstens, wie man den Bug lösen kann. Ich hatte den ja letzte Folge die ganze Zeit, den Bug. Gut. Ich versuche hier irgendwie Painkillers zu finden. Was ist das? Aha. Ja, geht nicht an diesem Gegenstand. Ja, super. Wir müssen uns immer noch andere Kleidung finden. Hier wird wahrscheinlich nichts drin sein. Da hinten ist der Laden. Hoffen wir mal, dass da Painkillers drin sind. Damit der aufhört zu heulen, ey. Was zu trinken wäre auch schön. Sind wieder richtig, richtig durstig. Gut, es wundert mich echt, dass hier keine Spieler sind. Ich hätte gedacht, dass ich hier jetzt auf sehr viele Spieler treffe, aber irgendwie bin ich bis jetzt nur auf einen getroffen, der hat geredet und hat mir nichts getan, was ich auch richtig gut finde, dass er mir nichts getan hat. Oh, eine Wasserflasche. Ziemlich geil. Ich habe wieder einen Zombie gehört, ich weiß. Boah, den Schraubenzieher nehme ich mit, damit kann ich mir hier die Dose öffnen. Ja, ruiniert. Super, das hat dann so viel gebracht. Ich höre die ganze Zeit einen Zombie. Hat der Aggro auf mich oder? Hat der Aggro auf jemand anders? Der hat Aggro auf mich. Wie die immer auf einen drauf springen, die so geistig gestörte. Boah, ich muss mal hier rausgehen, damit ich... Komm her! Bam, Junge, ich schlag dir ins Gesicht, wenn ich treffen würde. Der ist nur bewusstlos, der steht mir jetzt wieder auf. Jetzt ist er tot. So, use. Water Bottle. Badly damaged. Ich pack die mal lieber hier rein. Schraubenzieher Sworn. Drink all. Oh, wieder dieser Bug. Richtig nervig. Boah, das ist so krass, hey, in dieser Welt. Von DayZ Standalone. Ich war auch die ganze Zeit alleine unterwegs, weil ich niemanden habe, mit dem ich zocken kann. Boah, eine Machete, die zieht aber viel Platz, die passt gar nicht in meine Tasche. So, wieder in die Third Person. In der First Person würde ich mir zu sehr erschrecken, wenn auf einmal einer vor mir steht oder so, deswegen bin ich in der Third Person. Oh, was zu essen. Hä? Ja, cancel. Was hat denn der gemacht? Keine Ahnung. Ich esse mal alles. Ich bin dann auch thirsty. Ach, der war die ganze Zeit was am Trinken. Hä? Er hat gar nichts ausgetrunken, what the fuck? Okay. So, und jetzt trinkst du hier das alles. Ne, komm, trink. Trink weiter. So, hast du fertig getrunken, Junge? Ich sag mal, ist das jetzt ein Bug? Ja, das ist ein Bug. Geil, meine Wasserflasche ist verbuggt. Wenn ich die aus der Hand nehmen will, dann trinke ich halt nur was. Nicht ist Drink All verbuggt. Komm, das müsste doch gehen. Ja, das geht. Dann mache ich das halt so. Ach ja, immer diese Bugs. Die sind richtig nervig. Komm, Rechtsklick. So, das trinkst du auch nochmal. Haben wir schon mal eine Wasserflasche.
Ja, jetzt sollten wir eigentlich wieder gut dabei sein. Wir haben halt nur immer noch was getrunken, gebrochen. Oh fuck. Alter, war das laut. The fuck. Okay, ich hab gerade irgendwie. Ach, hier der. Was für ein Spassi. Ja, guck mal, bist du dumm, um mich zu treffen? Ja, nimmst du mal das Brecheisen, dankeschön. Hau doch mal auf seinen Kopf jetzt. Sag mal, haust du jetzt mal auf seinen Kopf? Oh, nur noch eine Bandage. Ja, rutsch mal über den Boden. Gönn dir. Heilige Scheiße, dieser Bug, ey, der regt so auf. Konfigurieren, Video und es ist wieder alles scharf. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen Bug ausnutze oder so, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es die ganze Zeit nur so verschwommen sein soll. Egal. Ich hoffe mal, wir überleben das noch. Oh Mann, ey, Daisy wird immer und immer schwerer. Ich bräuchte echt mal ein paar Freunde, die das mit mir spielen. Aber ich habe keine Freunde, die das mit mir spielen wollen. Ich habe echt nur irgendwie 5 in der Steamliste, die das Spiel haben. Und einen, der das spielt. Und den Typen, ja, der hat schon andere, mit dem der spielt. Und ich will jetzt nicht irgendwie zu 7 oder zu 8 spielen. Ich will halt so zu 2 oder zu 3 oder höchstens zu 4 mal spielen. Das wäre ziemlich chillig. Och nö. Ich habe keine Bandage mehr. Ich muss laufen. Mein Gott, ey. Wenn hier alles gelootet ist, warum stehen hier denn noch alle Zombies? Boah, da ist noch so ein Laden. Hoffentlich finde ich da was. Für wenigstens SKS-Munition. An hier, mein Arm ist ja gebrochen. Werde ich ja nicht zielen können. Oh Mann, ey. Richtig ärgerlich. Ja gut, aber ich guck mal auf den Timer. Ah, die Folge geht 10 Minuten. Also, es geht. Kann ich noch ein bisschen aufnehmen. So, gibt's hier was? Was ist das? Auto Browns. Weapon Cleaning Kit brauche ich nicht. Da ist ein Gasbrenner oder wie das heißt. Oh, hier ist was zu essen. Das bräuchte ich. Mache ich das jetzt am besten so. Oh. So. Ja, ich kann es auch einfach so. Ne, einfach eat all. Ich esse einfach die ganze Zeit alles, damit ich keinen Platz verschwenden muss. Weil ich hoffe da, ich hoffe immer noch darauf, eine Magnum oder so zu finden. Wäre ziemlich praktisch. Deswegen will ich die Munition erstmal behalten. Ich weiß nicht. Weil dafür braucht man ja kein Magazin für die. Das hier kann ich eigentlich wegwerfen, weil man braucht eh ein Magazin für Pistolen. Und ich werde eh niemals ein Magazin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Rucksack. Wie geil ist das denn? Rucksack. Nice, ja. Boah, ich glaube, der ist sogar pristine. Ne, Badly Damage, das sieht so pristine aus. Egal. Einen geilen Rucksack. Ich versuche jetzt hier noch was. Ein neues T-Shirt oder so zu finden. Bin ich immer noch in Berenzino? Ich weiß gar nicht, ob das immer noch Berenzino ist. Was ist das? Eine Mütze. Okay. Hier liegt Dosenfutter. Ich werde mich jetzt ducken. Das Dosenfutter öffnen und alles essen. Ich brauche immer noch Painkillers, ey. Das ist richtig schrecklich. Mann, Mann, Mann. Mir die ganze Zeit immer noch was gebrochen. Das ist nicht gut. So, ich bin jetzt energized. Das ist schon mal prima. Na. Ach, das ist eine Stadt mit einem Panzer. Wir sind, glaube ich, doch nicht in Berenzino. Ist das jetzt Berenzino oder ist es nicht Berenzino? Das ist hier die Frage. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja,
Aber waren wir nicht? Doch, wir waren doch in Berenzino, aber... Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist eine andere Stadt, die hier mit so einem Panzer. Boah, wenn man irgendwann auch mit einem Panzer fahren kann, ich würde das so feiern. Nochmal Magnum-Munition. Gut, wenn wir jetzt eine Magnum finden würden, das wäre einfach nur göttlich, weil wir einfach richtig viel Munition hätten. Hätten. Wenn wir nicht bis dahin verrecken, weil unser Arm immer noch gebrochen ist. Hält er sich nicht irgendwann mal von alleine? Das ist natürlich ziemlich praktisch. Boah, ich hab immer noch Schiss, dass hier einer... Boah, ich... Das sah irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe da so schief drauf geguckt, das sah aus wie so eine AK. Aber das war nur, weil ich so schief drauf geguckt habe. Egal, wenigstens habe ich jetzt... was Neues zum Anziehen. Die Sonne ist hier die ganze Zeit verbuggt. Ich habe ja auch wenig FPS, aber das ist normal. Das ist Daisy. Gibt's hier was? Nö. Da sind ein paar Türen schon offen. Das ermuntert mich nicht gerade wirklich. Das macht mir eher Sorgen. Was ist das? Ein Sack. Er hat Sack gesagt. Oh Mann. Na gut, damit verabschiede ich mich zu der zweiten Folge. Bis zum nächsten Mal.